Ob das einen krassen Lensflare gibt? Boah, ich glaube gar nicht, wie hell das in echt ist. Okay. Nicht schlecht. Aha. So sehen also 35 mm aus. Ist ja so eine Brennweite, die ich nie so wirklich auf dem Schirm hatte oder habe. Aber die irgendwie jeder liebt und ich habe keine Ahnung wieso, aber ja doch irgendwie schon, ich weiß schon wieso, aber ich irgendwie nicht. Jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet. Auf jeden Fall hat Sony jetzt die günstige, leichte, also leicht und günstige Alternative auf den Markt gebracht und jeder hat sich direkt erstmal abgefeiert, außer beim Preis, aber da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und da ich ja so ein Fan von dem 50mm 1.8 war und von dem 85mm 1.8 bin von Sony, reiht sich das Objektiv ja quasi so hinten an die Reihe an. Ob es das so komplett tut oder ob es das nur so halbwegs tut, gucken wir uns heute an, denn ich hatte die Möglichkeit, das Objektiv einen Tag zu testen und mich jetzt noch damit aufzunehmen. Ja, geil, mal so eine Abwechslung so mit YouTube-Videos, mit dem Look und so. Aber was ich da in dem einen Tag gelernt habe, das zeige ich euch heute. Viel Spaß! Als Sony gesagt hat, dass sie endlich eine 35mm Variante auf den Markt bringen, die nicht so teuer und nicht so schwer sein soll, hat sich jeder gedacht, yay, bis sie dann die Präsentation gesehen haben und sich gedacht haben, nicht mehr so yay, weil dann der Preis genannt wurde und man sich dachte, Denn das Problem ist, der Markt ist voll von 35mm Objektiven. Was ist mit meiner Stimme los? Denn der Markt ist voll von 35, das geht nicht weg. Alles klar. Denn der Markt ist voll von 35mm Objektiven, aber entweder sind sie nicht so gut, wie zum Beispiel die von Samyang, das ist so durchwachsen, oder sie sind halt wirklich richtig schwer oder richtig teuer. Jetzt wäre aber Sony nicht Sony, wie sie im Momentan einfach Sony sind und hauen eine fragwürdige Präsentation und Announcement nach dem anderen raus. Und da haben sie natürlich auch beim 35mm 1.8 nicht Halt gemacht und haben einfach den Preis genannt und haben den auf 700€ hochgesetzt, was natürlich erstmal so geht so ist. Trotzdem wollte ich dem Objektiv mal eine kleine Chance geben, denn so 35mm habe ich schon sehr lang unterschätzt und ich muss es mir einfach angeguckt haben, weil so viele Leute das benutzen. Und da es sich perfekt in den Kosmos einreiht hier mit dem 85mm und dem 50mm, wollte ich dem Objektiv einfach mal eine Chance geben, denn für YouTube-Videos könnte es ja auch mal ein richtig geiler Look sein, mal so einen Look zu haben wie jetzt hier. Vielleicht gefällt es euch auch, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber jetzt gucken wir mal, was mir an dem Objektiv gefallen hat und was mir nicht an dem Objektiv gefallen hat. Und eins vorweg, es ist schwierig. Der Vorteil kann nämlich auch ein Nachteil sein. Obwohl sich das Objektiv nicht so 100% logisch in die Reihe von den 1.8er Objektiven einreiht, kann man schon sagen, dass der Rest extrem gut dazu passt. Angefangen von so einer simplen Sache wie zum Beispiel der Optik, dass man wirklich sagt, okay, das Objektiv sieht genauso aus, es passt also perfekt, bum, 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 Kleinigkeit, aber passt. Und zweite Sache ist, dass auf jeden Fall wieder ein AF-MF-Button dabei ist und der Focus-Hold-Button, was man natürlich noch ummappen kann. Und das passt dann schon relativ gut. Schon mal ein Punkt, der auf jeden Fall sehr, sehr, oder zwei Punkte, wenn man so sieht, die auf jeden Fall schon mal in die Reihe passen. Zweiter Punkt wäre auf jeden Fall Gewicht und Größe. Und das passt einfach so richtig, so Riesenhaken, check. Richtig geil, wie klein und leicht das Objektiv ist. Das 85mm ist schon klein und leicht, erst recht gegenüber den Sigma-Objektiven. Aber jetzt das Sony 35mm 1.8 ist sowas von klein und leicht. Und da könnte ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Da nehme ich eine kleine Sache vorweg. Für Gimbal sollte sich das richtig gut eignen, denn, nein, ich nehme nicht so viel weg, komme ich später noch drauf, was mir gefällt und was mir nicht so gefällt. Aber ich kann auf jeden Fall schon so viel sagen. Für Gimbal, für Videos könnte ich mir das richtig, richtig gut vorstellen. Auch in Kombination mit Größe und Gewicht, dass man so einen kleinen Filterdurchmesser hat. Denn man hat immer irgendwelche Filter, upsala, irgendwelche Filter rumliegen, die jetzt meistens etwas größer. Man sollte sich eigentlich die größeren Filter kaufen. Ich habe jetzt die 67mm Filter, weil es für 85mm passt. Es passt für das 28-75mm, was ich habe. Aber da kann man auf jeden Fall immer diese etwas größeren Filter mit einem Step-Up bringen auf die kleinere Filtergröße von dem 35mm packen. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, dass es so eine schöne kleine Filtergröße hat. Ist man gar nicht so immer so gewohnt, ne? Der dritte Punkt ist, was mir bei diesem Objektiv auch richtig, richtig gut gefällt, und zwar der Autofokus. Und ich glaube sogar, dass der Autofokus noch besser ist als bei diesem Objektiv. Ist natürlich auch schwieriger, 85mm, mehr Kompression, weniger Tiefenschärfe, ist klar. Aber 35mm 1.8 von Sony, boom, sitzt, 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 immer. Richtig, richtig geil. Selbst bei Gegenlicht habe ich den Autofokus getestet. What the fuck? Das ist ja, also, der sitzt immer, ihr könnt euch immer darauf verlassen. Ich habe Bienen fotografiert, was natürlich noch die Naheinstellgrenze, 22cm, kann man sogar Bienen mit fotografieren. Ist jetzt nicht so 100%, aber
in Kombination mit dem Autofokus bei sonnigem Licht und dem geilen Autofokus-System, sag ich mal, von der A7 III. Geiles Licht, schneller Verschluss, schnelle Verschlusszeit. Ihr könnt sogar Bienen damit fotografieren. Hat immer gesessen. Also von 100 Fotos, nein, 100 habe ich nicht gemacht. Aber ich sag mal so, von 30 Fotos oder so, hat vielleicht ein, zwei hatten keinen Fokus. Und das bei wirklich schnellen Bienen. Ihr wisst, wie schnell Bienen sind. Selbst bei Gegenlicht, bei Porträtaufnahmen, auch Autofokus sitzt immer. Das ist mein Hauptlieblingspunkt von diesem Objektiv. Autofokus und Gimbal Möglichkeiten, das natürlich auch perfekt zusammenpasst, den auf den Autofokus verlassen zu können, wenn ihr die Kamera mit dem Objektiv auf einem Gimbal benutzt. Und auch den vierten Punkt auf der Checkliste können wir abhaken, es ist nicht wasserfest. Also passt es auch perfekt in diese Reihe, denn auch hier das Sony 85mm hat leider keinen Gummiring. Also bitte nicht im Regen damit fotografieren, dafür ist es nicht geeignet, so wie dieses Objektiv auch. Wenn es ein bisschen tröpfelt, passt schon, aber ich übernehme natürlich keine Garantie. Und zu guter Letzt, was mir auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, ist der Fokusring. Also beim 85mm hat mir der Fokusring auch schon sehr, sehr gut gefallen. Er ist manchmal ein bisschen snappy vielleicht, dass man wirklich so denkt, so, ah, ist ein Tick schnell, dass man wirklich so Fokuswahl macht und dann wuh, ist der Fokus schon ganz woanders. Aber bei dem 35mm ist natürlich auch der Fokus ein bisschen leichter als bei einem 85mm. Und wenn ihr da auf 1.8 seid, könnt ihr damit schon wirklich sehr, sehr schöne Fokusfahrten machen. Wenn ihr dann wirklich auf F4 hochgeht oder so, dann ist gar kein Problem mehr. So mal so als kleines i-Tüpfelchen oben drauf, weil ihr ja wisst, bei jedem Objektiv Review oder Test oder Hands-on oder sowas, was ich da mache, ist mir dieser Punkt schon sehr, sehr wichtig. Denn wenn man mal so Cinematic-Aufnahmen machen will, mal so kleine B-Roll-Aufnahmen, ist der manuelle Fokusring wirklich, wirklich nicht unwichtig. Das müsst ihr wirklich beachten. Nicht immer nur den Autofokus nehmen. Merkt euch das. Gelernt von André. Ja, kommen wir jetzt aber zu den Punkten oder dem Punkt, der mir nicht so ganz gefallen hat oder der so sehr durchwachsen war, sag ich mal. Und zwar Look vom Bokeh, Look vom Objektiv oder Look von der Brennweite. Das Objektiv kann nicht mal wirklich was dafür. Aber fangen wir erstmal mit dem Bokeh an. Es ist nicht per se schlecht, allerdings kann es sehr unruhig sein. Und das habe ich wirklich bei dem Sonnenuntergang gemerkt, als ich die Porträts da gemacht habe, ein paar Testaufnahmen gemacht habe, in der Schnelle, in der Kürze liegt die Würze, dass das Objektiv hinten schon so ein paar Schwierigkeiten hatte. Die ganzen einzelnen Bokeh-Balls, wie die Sonne durch die Blätter geschienen hat, wirklich so smooth hinzubekommen. Das 85mm hat ab und zu auch seine Probleme damit, aber durch die Kompression verwischt das alles so ein bisschen mehr und das Bild wird allgemein weicher. Ist so ähnlich wie beim Tamron 28-75. Da ist es auch, es gefällt mir, weil es halt einfach ein Standard-Zoom-Objektiv ist, da ist es jetzt nicht so schlimm, ob das Bokeh jetzt so perfekt ist oder nicht. Aber bei so einer Festbrennweite, es ist okay. Es ist kein krasser Negativpunkt, aber ich habe auf jeden Fall schon Schöneres gesehen. Aber es ist ja Geschmackssache. Die sind auch nicht ganz rund, muss bei mir eh nicht sein. Ich liebe eh Katzenaugen-Bokeh viel mehr. Also es geht einfach um die Charakteristik des Objektivs. Hier gefällt sie mir nicht so ganz, ist Geschmackssache. Genauso wie es auch Geschmackssache ist bei der Brennweite, dass sie mir bei Fotos nicht so ganz gefällt. Denn da habe ich ja schon am Anfang des Videos darauf hingewiesen, Vorteile können auch Nachteile sein. Und bei diesem Objektiv oder bei dieser Brennweite ist es so, viele Leute lieben es, weil es so ja, viel genutzt werden kann. Für im Prinzip eigentlich alles. Du kannst fast alles damit machen. Ja, okay. Nee, Safari-Tiere fotografieren kannst du wahrscheinlich nicht damit. Aber du kannst wirklich sehr, sehr viel machen. Street-Fotografie, Porträtfotografie, Landschaften. Also das, was man so im Alltag hat, kann man eigentlich fast alles damit machen. Das Problem ist, wenn es dann wirklich in Richtung, ich will das Beste aus dem Bild rausholen, geht. Da habe ich wirklich jetzt die Unterschiede gemerkt, wenn ich das 85mm benutzt habe und das 35mm so in direkter Konkurrenz, habe ich wirklich gemerkt, ja, man merkt doch schon Unterschied. Natürlich sind zwei verschiedene Objektive, weiß ich auch, nur deshalb mochte ich es vielleicht nicht so ganz. So, dass es wirklich eine Brennweite gibt, mit der du fast alles machen kannst, macht es natürlich auch, dass alles nicht so ganz perfekt ist, aber alles so okay. Und genauso kam mir 35mm jetzt auch vor, dass alles so okay ist. Der Look jetzt bei Videos gefällt mir richtig, richtig gut. Und darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, habe ich ja gesagt, ich wollte euch ja nicht vorwegnehmen, mit dem Gimbal und Video und dem Autofokus kann ich mir das Objektiv so krass vorstellen. Also wirklich 35mm 1.8 mit dem Autofokus und dem leichten Gewicht ist es eigentlich das Gimbal-Objektiv für einen richtig, richtig schönen Filmlook. Also gefällt mir richtig gut. Also da habe ich mich in 35mm verliebt. Boom! Richtig geil. So.
Schluss jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick in das 35mm. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Hat euch das gereicht? Hat euch das nicht gereicht? Wollt ihr lieber ausführliche Reviews haben oder wollt ihr mal so schnelle Einblicke haben? Denn bald geht es ja wahrscheinlich in Richtung Vlog und da habe ich mal öfters vor, so kleine Einblicke zu machen, mal so kleine Hands-ons zu machen, Real World wirklich zu sehen, wie sich Sachen schlagen und euch das direkt live auch immer mitzuteilen. Damit ihr wirklich seht, wie so der Alltag so ist und was ich so teste in meinem ganzen Alltag, was ich so mache in meinem Alltag. Und da passt das Video jetzt eigentlich richtig gut dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Abo da und like das Video. Wir sind jetzt endlich, ich glaube, wir müssen jetzt 200 Abonnenten sein. Wenn nicht, dann nicht. Dann aber jetzt nach dem Video bitte. Jetzt haut rein, macht's gut. Ich gehe jetzt raus, genieße das Wetter. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer André. Euer André. Haut rein.